Neuss wird zur Polizeihauptstadt der Republik. Vielen im Ausland ist er mulmig bei dem Gefühl Sicherheit während der EM. Ich würde gerne nicht weiter auf diese Frage eingehen, wenn Sie gestatten. Jetzt ist alles raus. Jetzt ist alles raus. Alle Augen sind auf Deutschland gerichtet. Es geht um die Sicherheit in diesem Land. Selbst im Ausland fragt man sich, soll man zur EM fahren oder nicht? Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es war heute eine Stunde Pressekonferenz von Frau Nancy Faeser und Innenminister Reul aus NRW. Es ging um die Vorbereitung der Polizei auf die Europameisterschaften, die nächste Woche in München mit dem Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland starten werden. Und es sind hier wirklich erschreckende Details ans Licht gekommen. Den ersten Teil, den habt ihr schon gesehen. Ich habe euch jetzt hier ein paar Szenen erstmal zusammengeschnitten, bevor wir dann am Ende über ein paar Fragen von Journalisten sprechen können. Aber es ist wirklich beschämend, es ist erschreckend, dass Herr Reul eigentlich keine Details über solche Einsätze ausplaudern sollte, es aber dennoch getan hat. Hören wir doch einfach mal rein. Ich würde nur mehr wünschen, dass dieses Erschrecken und dieses Beunruhigtsein ein bisschen länger hält als ein paar Tage. Nun werde ich Ihnen hier heute garantiert nicht alle Details erzählen, die Polizisten anwenden werden, weil da bin ich besonders klug. Also wir haben für uns eine interne Absprache, die wird aber, werde ich jetzt hier nicht erzählen. Wenn wir in der Düsseldorfer Altstadt sowas durchziehen, dann gehen wir an den Abenden auch mit also richtig Tausenden von Polizisten da rein. Weil da, gut, aber mehr kann man glaube ich auch nicht sagen, sonst wissen die Leute ja, wie sie sich verhalten müssen. Das ist natürlich auch ein Mehr, als wir je hatten. Aber es wird für die Sicherheitsbehörden eben kein fröhliches Fest. Wir haben urlaubsfrei angeordnet. Es werden alle verfügbaren Kräfte der Polizei eingesetzt. Reitschutzpolizei, Spezialkräfte, Spürhunde und alles. Bis hin zur Kriminalpolizei. Wir wissen vom ISPK. Eigentlich musst du früher Bescheid wissen. Also war kein Thema für euch? Naja, es waren viele Themen Thema. Ne? Aber wir rechnen mit 12 Millionen Besucherinnen und Besuchern. Es ist ein großer Kraftakt, das wollen wir auch nicht verschweigen, den wir mit allen verfügbaren Kräften unserer Sicherheitsbehörden stemmen. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Da haben wir nichts gemacht. Also wir haben keine solchen Maßnahmen ergriffen. Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Gerade in diesen Zeiten der äußeren und inneren Bedrohung für unsere Gesellschaft wollen wir mehr für mehr Zusammenhalt sorgen. Das alles zeigt, meine Damen und Herren, wir sind bereit für unser Heimspiel für Europa. Von den 10 Standorten sind 4 in Nordrhein-Westfalen und wir haben auch noch 4 Basecamps, die soll man nicht unterschätzen. Das heißt, da wohnen die Spieler eine gewisse Zeit und da werden natürlich auch Anziehungspunkt sein für Menschen. Darum bitte ich, dass wir nicht dann zur Tagesordnung weitergehen, sondern daran schließen sich viele Fragen an. Wir können gar nicht sicher genug sein. Alles, was wir an Möglichkeiten haben, und Men- und Women-Power ist ein Faktor, müssen wir nutzen. Und das große Bedrohungspotenzial von ISPK ist klar. Muss man es gibt dann wie immer in der Polizei Arbeitskreise und Arbeitsgruppen ohne Ende. Polizei ist nicht für alles verantwortlich. Wahrscheinlich in dieser Woche, ohne das genau spezifizieren zu wollen. Und werden die dann besenrein quasi übergeben. So nach dem Motto, ab jetzt seid ihr verantwortlich für die Sicherheit. Wir haben in Nordrhein-Westfalen übrigens noch ein kleines Zusatzvergnügen. Wir haben den AfD-Bundesparteitag mittendrin in Essen. Und wie wir alle wissen, erfordert das nicht nur Maßnahmen für AfD-Veranstaltungen, damit die realisiert werden kann, sondern alles, was da auch noch an Gegendemonstrationen zu erwarten ist. Da werden wir wahrscheinlich sogar noch andere Kräfte aus anderen Ländern brauchen, weil wir auch unsere Kräfte sehr stark binden. Also International Police Cooperation Center, da laufen 24/7 alle Fäden zusammen. Das ist die Informationszentrale für alles. Und das Allerbeste ist, jeder, der sich vernünftig verhält, hilft uns am meisten. Vorher zu merken, was im Netz los ist, da sind wir leider immer noch beschränkt. Das ist ein Riesenproblem. Wow, wow, was haben Sie da alles vom Stapel gelassen? Leute, es war eine Stunde Pressekonferenz. Der Kernpunkt ist, Sie wissen, dass Sie mit dem Rücken an der Wand stehen und Sie machen es trotzdem. Es ist so eine diffuse Lage, es ist so schwierig, das alles im Auge zu behalten. Dann mischen Sie noch den AfD-Bundesparteitag damit rein und den Gegendemonstranten, anstatt die Gegendemo einfach zu unterbieten aufgrund der inneren Sicherheit. Ja? Wir sind jetzt in einer Lage angekommen, wo man das Versammlungsrecht auch einschränken muss, weil wir diese Großlage, diese Großveranstaltung im Land haben. Jetzt gab es hier allerdings noch findige Journalisten, die haben wirklich noch interessante Fragen gestellt, auch was die Drohnenabwehr angeht und zu dem Thema, dass hier keine Details über den Einsatz verraten wurden. Die Frau Nancy Faeser hat gesagt, das habe ich euch jetzt gerade nicht reingeschnitten, aber sie hat gesagt, dass sie bei dem nächsten Fußballspiel der Deutschen mit dabei sein wird. Herr Reul hat gesagt, dass die Stadien diese Woche gesäubert an die Stadienbetreiber übergeben werden.
diese Woche ist jetzt zwar nicht ganz genau, aber es sind so viele Details ans Licht gekommen. Auch diese International Police Communication Center, das IPCC in Neuss, was zur Polizeihauptstadt des Landes wird. 500 Quadratmeter, ein moderner Neubau. Dort ist die Informationszentrale. Dort sitzen alle inländischen und ausländischen Dienste, Polizeibehörden etc., wo ich mir immer nur die Frage stelle, Leute, wollt ihr noch die Adresse ins Internet schreiben? Aber nein, er hat auch noch die Journalisten dazu eingeladen, wenn sie in Neuss unterwegs sind, sich das doch mal anzuschauen. Und da würde ich mir mal als erstes die Frage stellen, werden denn alle Journalisten, denen man solch eine sensible Einrichtung hier zeigt, auch sicherheitsüberprüft, wie das zum Teil die Reservisten bei der Bundeswehr werden, die dann inzwischen entlassen werden wegen Kontakten zur AfD? Hier kenne ich ein paar Beispiele. Es wird inzwischen wirklich gesäubert, was das Zeug hält. Aber es geht hier auch noch jetzt um die Drohnengefahr bei der EM. Und Herr Reul, er plaudert hier aus dem Nähkästchen und ich frage mich immer wieder, Leute, ihr wisst schon, dass ihr das beruflich macht, was ihr da macht und dass ihr manche Dinge einfach besser nicht sagen solltet. Einfach nicht sagen, ja? Aber hört euch das mal an. In Ihrer Pressemitteilung, wir lesen, dass es um Kriminalität und neue Technologien geht und als Beispiel werden Drohnen angeführt. Können Sie ein Szenario malen, wo die Kriminelle mit einer Drohne, was sollen die da machen? Eine Bombe werfen oder? Ja, das können Sie täglich im Fernsehen nehmen, was Drohnen heute alles können. Die können Sachen transportieren, damit können die gefährlich werden. Eine Möglichkeit haben Sie beschrieben. Das heißt, mittlerweile Instrumente, Geräte und auch Fachleute, die mit denen umgehen können. So dass ich sagen würde, also wir sind heute schon so gut aufgestellt, dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand mit einer Drohne unbemerkt da reinkommt, überhaupt da reinkommt. Aber auch da gilt der berühmte Satz von eben, von Frau Faeser, 100% kann man auch nie sagen. Ja. Aber das ist noch überschaubarer, weil das sind ja Geräte, die man orten kann. Und wenn die da fliegen, wo sie nicht fliegen dürfen, die Radien sind so groß gezogen, dass man das auch regeln kann, bevor irgendwo da Menschen in Bedrängnis kommen. Okay, also noch mehr Details konnte man hier nicht sagen. Es gab sogar Zwischenfragen, dass die Journalisten herausgefunden haben, dass gar nicht jedes Bundesland über solche Drohnenabwehrtechniken verfügt. Die einzige Antwort ist, es finden auch nicht in jedem Bundesland Austragungsorte der Europameisterschaften statt. Schwache Ausrede. Und es gibt noch Dutzende weitere Ausschnitte. Es ging auch um Mannheim. Dazu mache ich ein extra Video. Sie sagen nämlich, wer hier die Abschiebungen verhindert. Aber bei gewissen Fragen, die gingen dann wohl doch zu weit. Ich würde gerne nicht weiter auf diese Frage eingehen, wenn Sie gestatten. Wahrscheinlich war es schon ein Fehler, überhaupt was zu sagen. Ein Fehler, überhaupt was zu sagen. Ja, in manchen Gebieten könnte man sagen, Herr Reul, es war wirklich ein Fehler, dass Sie hier was gesagt haben. Aber zum Abschluss habe ich jetzt den Knaller für euch. Frau Faeser redet über die Europameisterschaft und was wir darüber hinaus erreichen wollen. Und ja, kein Spaß, Sie haben einen Klimafonds aufgelegt. Wir wollen eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die weit über das Turnier hinaus positiv wirkt. Wir haben erreicht, dass ein Klimafonds eingerichtet wird. Mit dem bekennen wir uns und bekennt sich erstmals die UEFA klar auch zu einer Klimaverantwortung bei einem solchen Sportgroßereignis. Ihr habt gesehen, sie haben für alles Zeit und vor allem, sie brauchen seit Jahren alles, um sich darauf vorzubereiten, anstatt mal die eigene Politik zu überdenken und zu hinterfragen, warum man denn diese Gefahren inzwischen im Land hat. Aber auf die Frage, was denn die größte Gefahr ist im Vergleich zur WM von 2006, kam dann die Cyberbedrohung bei Frau Faeser. Also sie versucht hier das Problem des Islamismus wieder klein zu halten und klein zu reden. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du die letzten 10 Tage vor der EM? Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Und wie sollen wir uns verhalten? Sollen wir, wie Herr Reul sagte, erstmal bei uns selber anfangen und uns alle korrekt verhalten? Das mit den Tausenden von Polizisten, was er gesagt hat, das war auf Messerverbotszonen bezogen. Wenn sie so etwas einführen in der Düsseldorfer Stadt, dann werden sie das auch kontrollieren mit massivem Polizeiaufgebot. Aber wer hier schuld ist, dass Täter nicht abgeschoben werden, auch in Kriegs- und Krisengebiete, das haben sie auch gesagt auf dieser Pressekonferenz. Dazu mache ich ein eigenes Video. Deshalb abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Und ich bin jetzt auch bei Telegram. Den Link findest du in der Beschreibung.